Jetzt geht's los. So, heute mal Bandagen wickeln. Habt ihr hier einen Daumen geschlupft, da geht er mit dem Daumen rein. Dann fixiert ihr euch ein, zweimal das Handgelenk. Nicht zu straff bei einer elastischen Bandage. Sonst ist die Blutzirkulation nicht gewährleistet. Es fängt dann an zu kribbeln. Dann werden die Fingerspitzen blau. Dann machen wir das erste Kreuz. Das gehen wir hoch auf die Knöchellinie schräg. Decken einmal die Knöchellinie ab. Machen das Kreuz wieder vollständig zum Handgelenk runter. Noch einmal das Handgelenk umwickeln. Jetzt holen wir uns jeden Finger einzeln mit einem kleinen Kreuz in der Schlaufe. Daumengrundgelenk schön ran. Und hier einen leichten Zug aufbauen. Nicht zu viel, nur einen Grundzug, dass hier alles beweglich bleibt. Hier rein. Über Kreuz wieder zurück. Zack, nach außen zum Handgelenk. Das machen wir jetzt mit jedem der anderen drei Finger auch. Zack, wieder ein Kreuzchen. Zieht am besten schön weit hier hinten runter, dass es nicht am Handgelenk wieder hochrutschen kann. Und den kleinen Finger noch. Einmal noch zurück für die Knöchellinie. Und das Handgelenk haben wir auch schon am Anfang dreimal gehabt. Da können wir jetzt hier unten gut abschließen. Wenn ihr Angst habt, dass die Bandage am Ende nicht reicht, dann macht am Anfang mal nur zweimal ans Handgelenk, nicht dreimal. Dann bin ich Rechtshänder. Ich habe zuerst meine rechte Hand gemacht, weil es mir dann leichter fällt, noch meine nicht ganz so gute Hand mit der guten Hand, auch wenn sie ein bisschen behindert ist, zu bandagieren. Wenn die nicht so gute Hand dann auch noch behindert ist und wenn die gute bandagiert, fällt es immer noch mal ein bisschen schwerer. So, das Ganze nochmal im Schnelldurchlauf mit anfänglich wenig Bandage am Handgelenk. Großes Kreuz, Knöchellinie abgedeckt, jeden Finger einzeln in ein kleines Schläuchchen legen, nicht zu fest. Schön weit nach hinten am Handgelenk rumführen. Auch nicht zu straff zwischen den Fingern, zwischendurch ruhig mal bewegen. Wenn man die Bandagen aufgewickelt nimmt, dann geht es umso besser. Die habe ich jetzt gerade aus der Packung rausgenommen. Das ist praktisch der Klett am Anfang, deswegen habe ich die abgerollt. Später fangen die an, die Bandagen zuerst mit der Seite vom Klett zusammen zu machen und eine Rolle draus zu machen. Und damit die nicht wieder auseinander geht, wickelt ihr dann oben euren Daumenschlupf drum. Und dann lässt sich die Bandage auch wunderbar aus der Hand rauswickeln in einer kleinen Rolle. Abschließend wieder unser Kreuz, das Handgelenk und die Knöchellinie nochmal. Und wie ihr seht, ist jetzt gleich mal Platz für einmal mehr ums Handgelenk noch am Ende. Und dann seid ihr gut gerüstet.